Dance in Scorpio. Dies ist der erste Tanz des Mondzyklus, der Tanz der ersten Mondgöttin. Genannt wird sie Percht oder Bertha, Hulda, Freya, Frigga oder auch Frau Holle. Und sie steht für all die Menschenseelen, die sich aus Abhängigkeiten herauslösen und ihren eigenen Weg selbstbestimmt annehmen und beschreiten. Das hat oft auch zu tun mit Verlusten, Dingen, die man loslassen muss. Und der Tanz, den wir jetzt machen, der hat auch mit Loslassen zu tun. Und ich heiße euch herzlich willkommen und lade euch ein, mit mir diesen Tanz zu tanzen. Nehmt euch einen Stift, imaginär oder in echt, eine Kreide oder so, und zeichnet euch einen Schutzkreis um euch selbst herum, und zwar links herum gedreht. Einen magischen Schutzkreis. Tretet diesen Schutzkreis, wenn ihr nicht schon drin steht. Atmet ruhig. Und stellt euch vor, wie euer Beckenboden fest alle eure Organe hebt. Und wenn ihr euch vorstellt, hier innen drin ist ein Reißverschluss, den ihr hochzieht, dann spannt ihr auch den Beckenboden und der trägt euch. Der trägt euer ganzes Leben, dieser Beckenboden. Aber gerade beim Skorpionmond ist das Bewusstsein im Wurzelchakra ganz besonders wichtig. Und daher spannt den Beckenboden und stellt euch jetzt vor, euer linker Fuß sei fest im Boden verankert, beziehungsweise auf seiner Achse verankert. Und wir sind wie ein dicker Globus, wie zum Beispiel der da, sind ein dicker Globus auf dieser Achse und wir drehen uns. Ja, und wir drehen so lange, bis wir sozusagen das Gleichgewicht verlieren. Dann lasst ihr euch fallen. Seid ihr dabei? Dann los. Auf dem linken Fuß. Arme nach oben gehoben, Handflächen nach außen. Wenn ich nicht mehr weiterkomme, holala. Und wenn ihr dann plötzlich so einmal kurz gegendrehen. Ja, wenn ihr völlig schwindelig seid, dann einmal kurz gegendrehen. Tut immer gut. Und dann lasst euch gerne auch auf ein Bett oder eine Matte fallen. Auf der Matte lasst ihr alles, was euch belastet, alles mal fallen. Fühlt den Drehmoment nach.
spürt, wie es vielleicht immer noch in euch drinnen dreht. Spürt den Schwung, den ihr hattet. Spürt den Moment nochmal nach, wo ihr das Gefühl hattet, dass ihr die Kontrolle verliert. Und nun lasst einfach Stück für Stück eures Körpers imaginär sich auflösen und in den Boden fließen. Wir beginnen vom Kopf aus. Alle auch Gedanken dürfen jetzt vom Boden. Nein, wir fangen nicht am Kopf an, wir fangen natürlich an den Füßen an. Entschuldigung, an den Füßen. Lasst alles, was an den Füßen jetzt noch versucht, sich im Boden zu halten, auflösen und in den Boden fließen. Und wenn alle eure Zehen ganz locker sind und sich vielleicht gedanklich gar nicht mehr ergreifen lassen, dann wandert diese auflösende Kraft weiter. Die Füße, die Knöchel entlang, lasst sie locker. Und dann lasst ihr die Waden locker und atmet ruhig. Und dann lasst ihr die Knie locker in den Boden fließen. Und dann lasst ihr die Oberschenkel locker. Und lasst die Po-Muskulatur locker. Und auch den Beckenboden lasst ihr ganz locker. Und ihr spürt, wie im Atem euer Bauch sich hebt und senkt. Aber auch das ist jetzt nicht mehr wichtig. Lasst einfach locker. Alle Spannung in den Organen darf gehen. Leber, Milz, Darm, alles darf jetzt sich ganz entspannen. Und die Lunge darf sich entspannen und atmet ganz natürlich, ohne jegliches Zutun. Ein und aus. Und dann spürt auch die Fingerspitzen, die sich bewegen können, die Finger. Und jetzt lasst sie ganz locker. Stellt euch vor, sie lösen sich auf und schmelzen in den Boden hinein. Und die Handinnenflächen und der Daumen und die Handgelenke, alles lockert sich. Und die Unterarme und die Ellenbogen und die Oberarme, alles löst sich auf in Gedanken. Und die Schultern liegen ganz locker auf dem Boden, ganz unverkrampft. Und auch die Schultern lösen sich auf. Zerfließen im Boden. Und der Hals ist ganz locker. Und der Kopf lässt auch locker. Und auch die Gedanken und zwischen den Augen, die Schläfen lassen ganz locker. Die Gesichtsmuskulatur
ganz locker. Der Unterkiefer locker. Man sieht vielleicht jetzt ein bisschen komisch aus, aber dafür ist man ganz locker. Lass einfach alles fallen. Und mit jeder Ausatmung löst sich der gespürte Körper, die Grenzen deines Körpers lösen sich auf und fließen in den Boden hinein, wie Seelenwurzeln, die in den Boden hineingreifen. Und genau in dieser Auflösung kannst du alle Kraft wie die Wurzeln das Wasser aus der Erde ziehen. Kannst auch du alle Kraft von Mutter Erde ziehen. Mit der Einatmung atmest du Kraft ein. Und mit der Ausatmung lässt du alles, was dich belastet, raus. Und atmest Kraft ein. Und Sorgen aus. Verspannungen aus. Mit der Einatmung atme Liebe ein und mit der Ausatmung atme alles aus, was du nicht mehr bei dir haben willst. Sorgen, Gedanken, alles das, was euch belasten könnte. Das lasst ihr jetzt abfließen. Genau. Damit Platz für Neues kommt. Das ist der Sinn der ersten Mondgöttin, Percht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen fantastischen ersten Mondzyklus im neuen Mondjahr. Und wünsche euch, dass ihr euch selber den Raum schafft. Wir sehen uns dann bald wieder. Bis dahin grüße ich euch und wünsche euch alles Gute. Ciao.